Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Zustellexpress, wir bringen es zu jeder Zeit. Wir suchen dich. Wir sind ein alteingesessenes Burghauser Familienunternehmen in zweiter Generation mit über 20 Mitarbeitern. Wir bieten dir einen krisensicheren Arbeitsplatz, übertarifliche Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute Abend in Emmerting. Es findet wieder eine Demonstration statt. Die Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Meinung sagen zu den politischen Entscheidungen und deren Konsequenzen auf ihr Leben. Heute Abend sprechen in Emmerting Vertreter aus der Politik, Vertreter aus dem Handel und der Gastronomie. Welche Ziele sie haben, welche Forderungen sie stellen, das hören wir jetzt gleich. Die Sorgen und Nöte und Existenzängste so vieler Bürger und Bürgerinnen werden nicht gesehen. Und ich fühle mich weiter deshalb verpflichtet, als mündiger Christ, Familienvater und kommunalpolitischer Verantwortungsträger etwas zu tun und etwas zu verändern. Kein Kanzler, kein Ministerpräsident und keine Behörde hat das Recht, seit unserer Geburt gegebenen Freiheit zu berauben. Wenn ein Gastronom, ein Einzelhändler, ein Künstler von seiner Händearbeit seine Familie ernähren muss, dann ist es für den jeweiligen Betroffenen sehr wohl systemrelevant. Es schert sich doch niemand der Regierenden um die Bedürfnisse der Kinder und unserer Jugendlichen. Die wollen einfach nur zu Oma und Opa lachen, Fußball spielen, laut sein, Spätzle treffen, von mir aus raufen und vor allem ganz normal in die Schule gehen, meine Damen und Herren. Was ist das Ziel der heutigen Veranstaltung? Unser Ziel ist, dass wir unsere Meinung öffentlich kundtun, dass die Politik weiß, dass wir absolut unzufrieden sind mit den derzeitigen Maßnahmen. Und unser Ziel ist auch, dass wir den Menschen, die vielleicht zu Hause sind und unzufrieden sind, zeigen, dass wir viele sind, die mittlerweile diese Maßnahmen nicht mehr nachvollziehen können. Die Forderungen sind ganz konkret. Die 100er Inzidenz als Regelungswert muss abgeschafft werden. Die kurzfristige Maßnahmenumsetzung für Personalplanung ist viel zu schwierig, dass die Einzelhändler noch ein ordentliches Geschäft umsetzen können. Die Öffnung von Einzelhandel soll angestrebt werden. Die Menschen möchten, dass der Einzelhandel geöffnet ist, ebenso wie die Gastronomie. Dies alles selbstverständlich unter Einhaltung von Hygieneauflagen. Frau Schmidt, danke, dass Sie Zeit haben für ein Interview kurz mit uns. Wie ist denn die Lage im Berchtesgaden aktuell? Aktuell ist im Berchtesgadener Land die Schulen wieder zu und dementsprechend ist der Kummer in den Familien sehr, sehr groß. Unsere Kinder leiden inzwischen sehr, wir kennen ihnen an. Also es gibt ja sehr viele Studien, die sich darauf beziehen, wie die Kinder leiden und was passiert. Und wir Eltern sind inzwischen so weit, dass wir sagen, wir brauchen diese Studien gar nicht mehr, weil wir sehen das zu Hause. Wie kommt denn der Kontakt nach Emmerting zustande? Wir haben uns gefunden über die Zeitungsberichte. Ich habe gesehen, dass hier viel demonstriert wird und habe tatsächlich die Fühler ausgestreckt. Wer ist das? Welche Eltern machen das? Weil natürlich unser Kernthema Eltern und Schule ist. Und so ist es zustande gekommen. Sie sprechen heute hier auch. Was ist denn Ihre konkrete Forderung an die Politik? Meine konkrete Forderung an die Politik ist, dass wir die psychische Gesundheit von Kindern beachten in dieser Krise, genauso wie viele andere Faktoren. Und dass wir zuverlässigen Schul- und Kita-Besuch für Kinder ermöglichen. Herr Ganzbeck, als Vertreter des Handels, was fordern Sie heute konkret hier in Emmerting? Wir fordern die Öffnung des Einzelhandels und zwar unabhängig von irgendwelchen Inzidenzwerten. Wir wollen eine Gleichberechtigung mit allen anderen Handelsformen wie Baumärkte, Gartencenter und natürlich die Discounter. Herr Ganzbeck, wie bewerten Sie denn diesen ständigen Auf- und Zuwechsel der Politik? Sie sind ganz aktiv mittlerweile in verschiedensten Gremien. Wie sehen Sie denn die Fortschritte Ihres Engagements? Also die Fortschritte sind bescheiden. Also ich habe leider auf meinen offenen Brief an Dr. Söder keine Antwort erhalten. Das ist für mich ein sehr schlechter Stil, dass man hier nicht antwortet. Und ansonsten, wir kämpfen an allen Fronten einfach, weil wir diese Benachteiligung unsere Handelsform absolut nicht für gut heißen können. Das ist nicht verhältnismäßig, das ist auch nicht gerecht.
dass gerade die Discounter während der Zeit, während der andere Handel zu ist, dann die Nebensortimente ausbauen. Da gibt es dann auf einmal 16 Seiten Sportartikel und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Unding. Herr Schwarz, danke, dass Sie kurz Zeit haben. Wie sehen Sie das als DEHOGA-Chef vom Kreis? Gründonnerstag ist jetzt das große Chaos gewesen. Gestern hieß es, Gründonnerstag wird ein neuer Feiertag. Heute wieder alles zurück. Wie bewerten Sie das? Ja, ist momentan natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Gründonnerstag hat uns jetzt nicht berührt, weil die Gastro ja eigentlich nicht dabei war. Wir sind ohnehin leider noch geschlossen. Natürlich ist es ein großes Auf und Nieder und Hin und Her. Und das kann man eigentlich den Menschen einfach nicht mehr verklicken und nicht mehr vermitteln, weil das einfach eine ganz schwierige Situation ist. Gerade der Einzelhandel, der jammert ja richtig drunter und auch die Bevölkerung. Man muss ja auf gewisse Dinge einfach einstellen können und das macht es sehr schwierig. Frau Kiros, Sie sind heute Abend auch hierher nach Emmerting gekommen. Wie klar sind denn die Forderungen der Politiker, die Sie bisher gehört haben, geäußert worden? Also die Forderungen vom Herrn Kammergruber, dem Bürgermeister hier von Emmerting, sind super klar ausgedrückt. Und es ist der einzige Politiker, den ich oder wir jetzt so kennen, der sich traut, die wahre Meinung zu sagen. Und dazu kann ich nur sagen, die Welt braucht Helden und der Herr Kammergruber gehört da dazu auf alle Fälle, dass er sich das traut, so laut zu sein. Sie sagen also, er ist ein Bürgermeister für die Bürger, indem dass er seine Meinung sagt. Sie waren jetzt schon auf vielen Demonstrationen. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Stimmung? Kippt gerade was? Also ich finde, es kippt schon. Also zum Positiven, es bewegt sich sehr viel. Die Menschen wachen viel mehr auf und trauen sich mehr zu sagen. Also so wie jetzt, ja, auch bei mir, ich bin auch ganz eine kleine Mutti von Stammheim. Ich habe mir früher auch nicht meine Meinung gesagt, aber jetzt geht es einfach viel um die Kinder. Und darum stehe ich immer auf der Demo, ganz fest und stark. Herr Nies, guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung bislang? Die Veranstaltung läuft vom Veranstalter so wie besprochen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung, mit der Organisation und auch mit den Teilnehmern. Es gab bislang keinerlei Probleme und solche Veranstaltungen wünschen wir uns. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir waren für Sie live in Emmerting und sind wieder, wie üblich, schnellstmöglich innerhalb von 2 Stunden für Sie online. Profitieren Sie aus über 20 Jahren Erfahrung, 365 Tage im Jahr, von 0 bis 24 Uhr. www.zustellexpress.at. Zustellexpress. Wir bringen es zu jeder Zeit. Wir suchen dich. Wir sind ein alteingesessenes Burghauser Familienunternehmen in zweiter Generation mit über 20 Mitarbeitern. Wir bieten dir einen krisensicheren Arbeitsplatz, übertarifliche Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.